Auch nicht mehr. Nice, GG, wir haben gewonnen. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Crossout. Und ich hatte mir es für, kann ich euch kurz zeigen, im Shop. Das war jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen. Habe ich mir das hier gekauft. Das hat 55 Euro gekostet normalerweise. War aber runtergesetzt auf 27 Euro. Darum habe ich es mir gerade gekauft. Oder nicht gerade, sondern vor 2 Tagen. Weil hier sind noch ein paar Sachen runtergesetzt. Zum Beispiel der Corrida. Und dazu gab es halt 3 Millionen oder 3000 dieser Münzen. Jetzt habe ich noch 164. Weil ich ein paar Sachen mir gekauft habe. Und man kriegt halt diese Tarantula. Die sieht jetzt bei mir so aus. Sie hat einmal einen Granatenwerfer drauf. Noch einen Granatenwerfer. Und hier zweimal einen Lenkraketenwerfer. Die werde ich euch kurz zeigen. Dann spielen wir noch ein paar Matches. Also Granatenwerfer einfach schießen. Ja. Ist halt ein Granatenwerfer. Auf Reichweite oder so ist schon schwerer, sage ich mal, mit ihm zu treffen. Aber er macht auch sehr gut Schaden. Und dann gibt es halt noch den Lenkraketenwerfer. Das hier hinten, ich sag mal, mein Rücken da, ist, dass ich einfach sonst können diese Lenkraketenwerfer nicht richtig anvisieren. Darum braucht man die. Jetzt kann ich jetzt zum Beispiel schießen. Und wie erwartet, treffen sie. Wäre auch komisch, wenn nicht, sind sie Lenkraketenwerfer. Das ist das Prinzip davon. Können wir nochmal schießen. Treffen wahrscheinlich schon. So, perfekt. Und ich würde sagen, wir spielen einfach ein paar Runden. Keine Ahnung. Vielleicht gewinnen wir ja mal. Und ich habe überlegt, also, ich wollte halt mir vielleicht noch ein Paket kaufen. Weiß ich noch nicht. Das hier kostet 5 Euro. Das hätte ich einfach nur genommen wegen den 650 Münzen. Oder das hier auch ganz cool, das Drive-Paket. Da sind die Waffen nicht unbedingt stark. Aber es ist einfach ziemlich schnell. Und es geht los. So. Ach so, und sondern der liebe Schwesel hat ein Projekt startet, hat er, lässt er starten, genau so kann man sagen. Und zwar am 1. Januar, und zwar Minecraft Varo. Oder halt das Prinzip von Varo. Und falls ihr mitmachen wollt, kommt einfach auf meinen Discord-Server und schreibt ihn an oder schreibt mich an, weil sonst frage ich den Notfall deshalb. Also könnt einfach auf meinen Discord-Server kommen und fragen, ob ihr mitmachen könnt. Da über das Projekt gibt es auch ein Video, dort könnt ihr aber mal gucken. Ich werde wahrscheinlich vergessen, das irgendwie zu verlinken. Daher müsst ihr einfach mal gucken, ob ihr es bei mir auf meinem Kanal findet und da ist jemand. Und ich habe nicht getroffen, ich habe nicht anvisiert. Nein, ich bin so blöd. Oh oh. Geh weg. Nein. Was ist denn da passiert? Oh Gott. Nein. Geh weg. Ey, die haben... Nein, die haben von mir eine Rakete abgebaut. Oh Mann, die haben eine Rakete kaputt gemacht. Weil ich habe die in mir drinnen so ein bisschen versteckt. Oh Gott, ob das trifft. Ja. Ich habe noch 3 Schüsse, das heißt, ich muss jetzt ein bisschen sparsam sein. Und das war's schon mal. Oh Mann, ich habe nur einen Schuss. Oh. Oh oh.
Und ich werde auch noch wahrscheinlich morgen oder so noch ein Video machen von Cursor da. Und zwar, es gibt einfach ein Katapult, das habe ich mir gekauft. Es ist nicht unbedingt wirklich krass, aber es ist einfach lustig. Und das werde ich euch ja mal zeigen. Ich muss kurz in meine Basis rein. Ich sehe auch gerade, ich bin der Letzte. Ich werde das auf keinen Fall gewinnen. Wie soll ich denn alleine das gegen drei Leute gewinnen? Einen habe ich. Ja, aber ich werde das nicht schaffen. Oder? Oh? Auch nicht mehr. Nice, GG, wir haben gewonnen. Das hätte ich niemals gedacht. Lul. Alter, oh, habe ich das viel gekriegt. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Runde. Ich muss sagen, diese Lenkraketen, ich glaube, die haben auch nur 500 FPS. Ich habe 7000 etwa. PS Pferdstärke, also falls, achso, habe ich gar nicht erklärt. Ups, ja, lustig. Ich bin einfach von Ausgang, dass die dabei. Und zwar, das ist hier einfach diese Stärke in diesem Spiel. PS, also auch wie beim Auto normal. Und hier durch PS hier in dem Spiel ist einfach so, dass es geordnet wird. Das heißt, so mehr PS, desto mit mehr stärkeren Gegnern spielst du. So. Ja, aber ich halt ganz schön gut aus. Husch. Ich muss sagen, ich finde die ganz lustig, die Raketen. Die brauchen halt, warte, ich kann ja nochmal gucken. Vielleicht schaffen wir das noch kurz, weil es bei mir eh wieder 20 Jahre dauert. Da sind sie. 490 Powerscore. Ja, und. Oder Powerscore. Und ich werde stärker, ups. sie brauchen 2 Energie. Ich habe 12 mit diesen und ich habe nochmal so einen Generator im Notfall. Also, ja, aber sie sind halt teuer. Die kosten 350 einer. Das heißt, wenn man viele haben will, dass sie schon stark werden. Also, sie machen schon nicht schlecht Schaden, auch 2. Sind eigentlich ganz cool, aber. Ja. So mehr, desto besser. So. Lul, da bin ich gerade raus. Ups. Oha. Yay, getroffen. Oh Mann, ich wette jetzt, dass wir diese Runde verlieren werden. Und im nächsten Video, oder gucke ich mal, ich werde euch im Video jetzt hier noch ein bisschen die Tarantula zeigen. Das, was man da auch kriegt. Denn da kriegt man dreimal die Rapier-Waffe. Das ist eine blaue Waffe, die zeige ich euch dann noch. Und ja, also, die ist schon gut, auch am Anfang. Ohne dass man irgendwas aufmacht. Man kriegt halt 3000 Punkte davon und du kannst ja. Damit kann man so geile Sachen machen. Ich habe sie natürlich schon alle ausgegeben. Kennt mich einfach. Nein, warum ist er dahinter? Ja, klar. Schade. Da oben. Machen wir den mal. Alter, wie lange? Nein! Nein! Nicht schon wieder! Ey, ich muss aufhören damit. Vielleicht treffe ich. Jetzt kommen die Granaten. Sah gerade aus, als ob ich getroffen hätte. Komm schon. Ja! Endlich habe ich getroffen. Scheiße. Ich geh einfach mal hier hoch. Au. So, Raketen. Scheiße, so weit können die schießen.
Oh Gott. Hätte sogar fast getroffen. Ah, jetzt hat er getroffen. So. Sag mal hallo zu den Raketen, bitte. Kleines Stück. Mann, nee. Oh, geh weg. Die können sich halt alle gut verstehen. Was macht denn eigentlich der Typ aus meinem Team? Ich hab grad nur. Also, ich muss sagen, die Map ist echt scheiße für die Raketen. Den werde ich jetzt treffen. Ja. Schade, verloren. Ach so, lul. Ich spiele. Wow, ich krieg gar nichts. Wollt ihr mich verarschen? Wahrscheinlich kriege ich halt gar nichts. Super. Super tolle Runde. So, warte mal, ich schwere jetzt kurz auf. Ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen die Tarantula. Und zwar am Anfang kriegt man, ich muss kurz suchen, diese Waffe hier. Die AC-34 Rapier. Das heißt, ich packe die mal kurz alle weg, meine Waffen. Die habe ich da rein halt reingebaut. Suche ich nochmal, wo die sind hier. Packen da mal einen hin. Da. Dann hier mal zwei. So etwas sieht das dann am Anfang aus. Noch ein bisschen anders und dazu kriegt man zwei Farben, die man einfach drauf machen kann. Damit kann man einfach das färben. Zum Beispiel so aus. Und dann könnt ihr einfach mal auf Testfahrt gehen. Und die machen auch gut Schaden. Also die machen echt gut Schaden. Und man hat auch nicht so einen großen Power-Score, weil ich hatte 7000 und 1500 weniger. Trotzdem macht man echt schön Schaden. Ja. Macht echt gut Schaden. Wisst ihr was? Dann spielen wir es noch so eine Runde. So mit den Waffen. Rage. So. Gucken wir einfach mal, ob wir jetzt ein bisschen was reißen können. Vielleicht sterben wir auch sofort. Sieht aus wie so ein. Echt, als ob der irgendwie gleich durch Zombies durchfährt. Ich laufe einfach mal an der Seite lang. So. Okay. Wir haben bald Weihnachten. Hui. Krieg hat echt öfters mal wieder Kommentare, dass auch Leute das A70 haben. Also Samsung A70 vorgestellt habe oder Handys jemand. Da wurde ich abgeschossen. Oh Scheiße. Okay, das war echt scheiße. Wir haben echt, das ist schon eine Waffe verloren, na toll. Oh oh. Rennen, rennen, rennen. Nein! Nein! Au. Aua. Scheiße. Okay, wir haben keine Waffe mehr. Selbstmord.
Husch. Na toll. Deshalb, ich habe mit den drei Waffen habe ich leider kein Glück irgendwie. Wirklich gar kein Glück. Das heißt, wir spielen noch mal kurz. Hier sind die drin. Hier seht ihr auch das Katapult. Das zeige ich aber euch erst im nächsten Video. Da hatte ich auch eins gebaut. Das kann ich jetzt leider nicht mehr nutzen. Ich habe die Gleisketten verkauft. Das Problem ist, sind schon teuer. 380.000. Sehen cool aus, aber bringen nicht wirklich so viel. Das war schon echt langsam und alles. So, dann nehme ich das hier nochmal den. Okay, ist schon durch. Gut. Dann spiele ich das nochmal ein Gefecht. Und danach beende ich dann die Folge. Oh. Oh Mann, ich freue mich echt auf Weihnachten. Ach, diese. Die sind auch cool. Ich zeig's dir nochmal hier. Lenkrakete, die kann man selbst dann steuern. Das. Vielleicht steht es noch ein bisschen. Ja. Kann ich noch gerade zeigen? Wenn sie abschießt. Gut, so fliegt man dann damit gegen eine Wand. Das nochmal. So, das könnt ihr steuern und dann trifft ihr damit. Hui! Man, das dauert immer so ewig hier. Durchschnittliche Wartezeit. 3 Sekunden. 6. 5. Mann. Warum habe ich denn immer so eine lange Wartezeit? So. Was ich halt auch noch sagen muss, 8 Raketen sind halt nicht wirklich krass viel. Man muss echt ein bisschen sparsam umgehen und dann nicht 20 mal gegen eine Wand fliegen damit. Wie ich. Darum, am besten sind diese Maps, wo gar nicht so Steine und so da sind. So, das sind wahrscheinlich 30 Gegner schon. Ich bin sowas von gleich tot. Ah, die gibt's ja auch. Die seht ihr ja gerade, dass die Karte, damit kann man rumschweben. Ist ganz lustig. Oh Gott. Viel Spaß. Nein, ich. Au. Ich hab gerade Teile verloren. Hä? Ich dachte, man kann sein eigenes Team keinen Schaden machen. Nein! Mein Sensor ist hin kaputt. Ich kann nichts mehr anvisieren. Scheiße. Das ist halt auch das Problem. Ich habe diesen Sensor nur hinten, weil ich den nicht wusste, wie ich den einbauen soll. Und ich kann jetzt nichts. Ich kann nichts mehr richtig anvisieren. Das war es wahrscheinlich auch. Oh nein. Durchrennen, durchrennen, durchrennen. So, dass ich gegen euch fahre. Ich habe ihm ein bisschen Schaden gemacht. Oh Gott. Ja, das ist scheiße mit den Raketen. Oh, 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 oh. Nein. Ja, geh lieber vor. Das war's. Können sie mir gar nichts machen. Ich kann auch selbst von Mann. Komm her. Komm her. Ja, ein bisschen Schaden noch. Ja gut, der schafft's bestimmt. Wir haben verloren. Wow. Jeder von uns ist irgendwie kaputt. Der hat nur eine Wespe, die toll.
Der hat gar keinen. Der hat noch eine 4-8, der hat auch eine Lenkrakete. Ja, aber der hat auch kein Dings mehr zum Anvisieren. Also toll, ja, wir haben auf jeden Fall verloren. Damit würde ich dann sagen, dass ich einfach mal das Video beende. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.